Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es eine weitere Ausgabe der Hertha BSC Analyse. Und zwar werde ich heute das Spiel Hertha BSC gegen den VfL Bochum einmal taktisch analysieren. Ich werde einmal auf alles rund um das Spiel eingehen, Statistiken, wie die Spieler performt haben. Ich werde auch nach jedem Spieler zusätzlich eine Note verpassen. Und nochmal der Hinweis an euch, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen, abonniert gerne den Kanal. Und sollte euch dieses Video gefallen, like gerne dieses Video. Ich würde sagen, starten wir sofort rein in dieses Video. Ja, was sagen wir erstmal? Das Endergebnis lautet 1:1. Ich denke mal, das ist ein Punkt, der wirklich weder dem VfL noch uns so richtig hilft. Aber man muss grundlegend sagen, dass wir heute zwei verschiedene Halbzeiten gesehen haben. In der ersten Halbzeit haben wir wirklich herausragend gespielt. Das hat sich vor allem dadurch abgezeichnet, da wir sehr gut in das Spiel reingeschaltet sind, uns bereits Chancen in den ersten 5 Minuten erspielt haben und dann immer und immer besser gespielt haben. Die erste Halbzeit war vor allem sehr gut, da wir situativ sehr hoch gepresst haben. Askasiba hat auffällig hochgeschoben und man hat somit Bochum zu sehr vielen unkontrollierten Klärungen gezwungen und zusätzlich sehr viele lange Bälle erobert. Grundsätzlich muss man sagen, dass Hertha in der ersten Halbzeit die ganze Halbzeit besser war. Man war voll da, aber eben das einzige Manko war, dass man die eigenen Angriffe nicht genug ausgespielt hat. Grundsätzlich kann man die erste Halbzeit wirklich nur loben. Man hat kontrolliert, dominant und vor allem richtig stark gespielt. Da waren Kombinationen dabei, die waren sehr gut. Man hat sehr viel Selbstvertrauen in dieser Halbzeit getankt und es ist nur fraglich, warum man dann in der zweiten Halbzeit das nicht umgesetzt hat. Die erste Halbzeit fand ich wirklich herausragend, wenn wir da mal gucken. Wir haben in der ersten Halbzeit 9 Schüsse abgegeben, waren grundsätzlich einfach besser drin. Wir haben weniger Bälle verloren, haben viel mehr Zweikämpfe verloren. Wir haben 27 Zweikämpfe gewonnen, haben insgesamt eine Passquote von 75% aufgezeigt und auch außerhalb des Strafraums sowie innerhalb des Strafraums sehr viele Schüsse abgesetzt. Nichtsdestotrotz war Bochum ja körperlich voll da. Das hat man dann auch gemerkt in der zweiten Halbzeit. Man war am Ende dann körperlich überlegen. Man hat physisch mehr Fähigkeiten gezeigt. Und das war eben auch eine der Manko, warum wir am Ende nur mit einem Punkt rausgegangen sind. Ja, was man noch sagen muss, wir haben zwar ein paar Angriffe gezeigt, aber unser Tor ist lediglich aus einem Standard entstanden. Grundlegend war auch in der ersten Halbzeit offensivtechnisch keine Angriffe dabei, die vollständig ausgespielt worden sind. Natürlich hatte ab und zu Jovetic, Darida oder so mal eine gute Chance im 16er oder außerhalb des 16ers, aber grundlegend war man meistens im Ballbesitz im letzten Drittel, aber das endgültige Ausspielen klappt nicht, weil man meistens an der Innenverteidigung vom VfL Bochum, das heißt damit nämlich vor allem Armel Bella-Kotschap und eben Maxim Leitsch gescheitert ist. Beide haben sehr viele Bälle, ja ich sage mal blockiert, haben gute Zweikämpfe geführt und waren die Lebensversicherung vom VfL Bochum. Und wenn wir dann auch mal durchkamen, war auch noch Manuel Riemann, der Keeper vom VfL, komplett da. Grundlegend kann man dennoch die erste Halbzeit loben, von Anfang an wach gewesen, defensiv souverän, Standardtor erzielt. Und das sah wirklich sehr gut aus. Das war eine der Top-Halbzeiten der ersten Saison. Und ja, grundlegend muss man dann sagen, es fehlte das 2:0. In dieser Saison ist Hertha oftmals eher wie ein nasser Sack am Spielen. Ist gar nicht erst richtig in die Partie gekommen, musste aus dem Rückstand heraus agieren. Das war nicht. Man hat gut gespielt, man hat griffig gespielt, konzentriert gespielt und hat insgesamt eine solide Offensive aufgezeigt. Dynamisch und diszipliniert war man in der Verteidigung, sowie auch im Angriff und das war richtig gut. Aber in der zweiten Halbzeit, ja, das ist, was da passiert ist, das ist Wahnsinn. Das ist, das Gegentor kamen wir direkt nach 187 Sekunden kassiert und das geht halt eben nicht. Ich muss sagen, da muss man auch Alexander Schwolo ins Visier nehmen, denn er hat natürlich den Torwartfehler damit Sebastian Polter den Ball aufgelegt und er war auch wieder einmal ein Grund dafür, dass wir verloren haben. Eine sehr große Unsicherheit hinten rechts und ich muss langsam leider einmal eine kleine Torwartdiskussion öffnen. Inwiefern es sein kann, dass Schwolo Woche für Woche, ich sage mal eher miserable Leistung abgibt, um dann am Ende doch wieder im Tor zu landen. Wir haben einen Ersatztorhüter gekauft für 3 Millionen Euro und ihm mal wenigstens in Bundesliga-Einsätzen eine Chance zu geben, wäre eine Option, um in Zukunft ja, einfach mal hinten vielleicht eine neue Nummer 1 zu setzen. Alexander Schwolo, seitdem er in Berlin ist, kommt er hier nicht wirklich rein. Man muss sagen, er hat in 90 Minuten nur 2 Paraden gemacht, war außerhalb des Strafraums einmal natürlich sehr erfolgreich, das war sehr gut, aber nichtsdestotrotz war es halt eben nicht gut. Seine Passquote liegt bei 42%, unterdurchschnittlich für einen Torhüter und grundlegend muss man halt wirklich sagen, dass das gestern kein gutes Spiel von ihm war. Wie können wir dieses Spiel weiter angehen? Ja, in der zweiten Halbzeit hat man sich komplett hinten eingepfercht. In der ersten Halbzeit hatten wir noch 9 Schüsse, in der zweiten waren es nur noch 4. Bochum war dann am Endeffekt auch überlegen, hatte 7 Schüsse abgesetzt, war standardtechnisch überlegen, hatte Großchancen, hatte mehr Tempo-Gegenstöße gewagt und grundsätzlich muss man eben auch sagen, war in Dribblings erfolgreicher, lange Bälle gesetzt, die auch alle ankamen, gute Flanken gespielt und
wenn es dann schlecht läuft, stehen wir dann da mit einem 1 zu 2, obwohl wir eine herausragende erste Halbzeit gespielt haben. Und ja, es ist erschreckend, wie labil dieses Team ist. Man liefert eine hervorragende erste Halbzeit ab, um dann mit einem Rückschlag sämtliches Selbstvertrauen zu verlieren. Und das war der Grund, warum wir verloren haben. Und natürlich muss ich auch wieder die Wechsel thematisieren. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wie man auf die Idee kommt, in der allerersten, wie man wirklich auf die Idee kommt, Suazerne, einen der Stammspieler, der beste Spieler bei uns im gesamten Kader, in der 87. Minute zu bringen. Und Darida darf da stehen, Woche für Woche für Woche Drecksleistungen abliefern. Aber Suazerne wird, obwohl er gut gespielt hat, die letzten Spiele, rausrotiert. Das macht für mich keinen Sinn. Dafür spielt aber Mission Maolida und Wladimir Darida. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Zusätzlich macht für mich keinen Sinn, dass Marco Richter so spät in die Partie kam und dass Dong Junli so früh eingewechselt wurde. Wenn man Dong Junli sein Debüt gönnen muss, dann muss man doch wenigstens mal darauf achten, dass dieser Spieler halbwegs akklimatisiert ist. Das heißt, ob er schon mal wenigstens so einige Trainingseinheiten mitgemacht hat, dass er mal wenigstens ein bisschen Automatismen bereits entwickelt hat, weil das ging so meiner Meinung nach nicht. Er war ja komplett von der Rolle, hat erstmal 3 Sekunden gebraucht, bis er den Ball überspielt, weil er halt eben noch nie in der Bundesliga gespielt hat und gefühlt noch nie mit dem Team absolviert hat im Training. Bereits nur ein Mannschaftstraining hat er ja mit absolviert und das reicht ihm nicht. So, gehen wir auf die Noten ein. Alexander Schwolo, 2 von 10 Punkte. Maximilian Mittelstädt kriegt von mir, fand ich recht gut in der ersten Halbzeit, in der zweiten ging es dann wieder ein bisschen bergab, 6 von 10. Marc-André Kempf, finde ich, hat ein sehr gutes Debüt gegeben, kriegt von mir auch 6 von 10. Niklas Stark fand ich auch sehr gut, kriegt von mir 6,5 von 10. Peter war heute, denke ich mal, in Ordnung, 5 von 10. Mission, ja, dann hat wieder, ist halt so ein, wie soll ich Mission Mauli da beschreiben? Es ist so ein interessanter Spieler, das muss man halt ja wirklich eben sagen. Tempo, Flair, Technik bringt er mit, aber es reicht nicht, weil er nur Ansätze zeigt und nicht seine Angriffe mal vollständig ausspielen kann. Zu viele dumme Ballverluste. Deswegen kriegt er nur 4 von 10. Zanti, wie immer, eine sehr gute Leistung von ihm, 6 von 10. Vladi war heute nicht sonderlich schlecht. In der ersten Halbzeit hat er mir gut gefallen, hat dort, ja, das Spiel eröffnet wie Joshua Kimmich, war aber trotzdem nicht perfekt. 6 von 10. Jürgen kriegt von mir, denke ich, auch 6 von 10. Stefan kriegt von mir 7 von 10 und Isa kriegt von mir 6 von 10. Hat zwar das Tor erzielt, aber war sonst fast schon unauffällig. Nichtsdestotrotz, mit seiner Körperlichkeit wird uns, denke ich mal, die nächsten Spiele weiterhelfen. Und an dieser Stelle würde ich gerne dieses Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, verpasst in Zukunft keine Videos mehr, indem ihr den Kanal abonniert. Und sollte euch dieses Video gefallen haben, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, genießt den Abend und tschüss.